Hey Leute, es ist mal wieder Zeit für ein Unpacking-Video. Und zwar für das Größte, was ich jemals gemacht habe. Und es bezieht sich vor allem auf das, was da drin ist. Obwohl der Titel des Videos verrät sich ja eh schon, was da drin ist. Und ich bin jetzt den ganzen Tag schon so aufgeregt. Ich habe schon so lange darauf gewartet, dass es endlich ankommt, dass ich es endlich auspacken kann. Und deswegen fange ich auch direkt gleich damit an. Es ist das Größte Paket, was ich eigentlich jemals bekommen habe, und an sich auch das größte Etwas, was da drin ist, dieser Art, was ich mir jemals gegönnt habe. Puh, es ist so viel. Also das Paket, das wiegt ja fette 8 Kilo, steht auf dem Aufkleber drauf, 8 Kilo. Da ist schon ganz schön was drin. Haben sie mit sehr viel Luftpolsterfolie umwickelt, ganz viel Klebeband, viel Paketband hier. Muss mal gucken, dass ich das jetzt irgendwie natürlich aufbekomme. Und ich hoffe so sehr, dass da drin auch alles in Ordnung ist, aber ich denke mal schon, das ist richtig gut verpackt. Da ist alles tipptopp, hoffe ich doch. Oh, ich habe mich so gefreut, dass das Ding jetzt endlich mal da ist. Ich habe lang genug drauf gewartet, sehr lange. Genau genommen über ein ganzes Jahr habe ich das schon vorgestellt gehabt. Und jetzt haben sie dann sogar noch einmal den Release-Termin verschoben gehabt auf Mitte September. Und jetzt ist das aber endlich mal hier. So, wenn wir das wieder schön aufschneiden. Alter, ist das viel Verpackung mal wieder. Ah, da wird sich mein Mülleimer wieder freuen. Ach du meine Güte, das ist ja so viel hier. Schichten über Schichten von Luftpolsterfolie. Man, klar, das ist ein sehr teures Ding, was da drin steckt. Das muss man dementsprechend gut schützen. Ist klar. Ach du meine Güte, komme ich da überhaupt rein? Das wäre es jetzt, ich glaube, dass ich da gar nicht reinkomme. Doch, doch, komm. Einfach, ja, oh, dann noch mehr Luftpolster von, ja, seid ihr denn verrückt? Was habt ihr denn da gemacht? Ist ja Wahnsinn. Ich habe noch nie ein Paket bekommen, was so dermaßen krass eingepackt war. Aber hey, dann will ja schließlich nicht, dass irgendwas Schlimmes passiert mit dem Inhalt. So. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Ach du meine Güte. Ich hoffe, ich kann mich da wirklich komplett durchschneiden. Alter. Alter, wie viele rollen Luftpolsterfolie haben die denn dafür gebraucht? Meine Güte. Das ist so viel gerade. Das ist hier so viel. Wahnsinn, ich komme kaum rein. Meine Güte, was ist das? Alter Schwede! Hälfte des Videos nur entfernen der Luftpolsterfolie. So, komm. Ah, jetzt kommt ja mal was zum Vorschein. Langsam aber sicher sieht man was. So, komm. Jetzt kann ich das hier so ein bisschen ausziehen aus dieser Folie. Das wäre sehr schön. Ja, das sieht gut aus. Kann man hier noch einen Schnitt machen. So. Extra eine große Schere geholt, dass das besser klappt. Ach du meine Güte, ist das ein Riesenkarton, ey. Wahnsinn. Komm jetzt, komm doch mal raus, dann, du alles Ding, du. Mal den Bürostuhl zur Seite schieben, Moment. So. Ein bisschen, na, weg aus der Kamera, du blödes Ding. So, das stört. Mal schön hier. Okay, ja. Oh shit! Oh shit, oh shit! So, oh ja! Ah, jetzt geht's rein! Ah, ja, meine Güte! Bist denn du gelebt? Ach du meine Güte! Was ist denn das nur für ein Riesenkarton, ey? So! Weiter geht's! Ach du meine Güte, ey! Ich brauche da 10 Minuten, um diese blöde Folie runterzukriegen. Ich glaube, es schneit. So. Ich sehe schon was, ich sehe schon was. Ihr nicht, aber ich. Gleich seht ihr es auch. Jeden Moment. So, jetzt haben wir es. So, jetzt ist hier endlich mal das hier offen. Karton. Auch das Zeug da. Oh, du meine Güte. Alter, ich hoffe, ich kriege das jetzt hier raus. Och, du meine Güte, wie mache ich das denn jetzt?
Das ist ja noch mal doppelt gesichert. Das ist ja schlimmer wie Fort Knox, du. Wie kriege ich das denn jetzt hier raus? Kriege ich das? Na, so nicht. Warte mal. Oh, Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, warning. Threat of what danger. Ja, wenn mir das auf die Füße fällt, tut es wirklich weh. Ich bin noch da, ich bin noch da. Ach du meine Fresse hier, Leute. Das glaubt mir ja keiner. Seht euch das? Wow. Alter Scheiße. Ist das riesig. Wahnsinn. Ach, Wahnsinn. Ach du meine, ich krieg ja kaum Luft vor der Aufregung. So. Alter, komm mal weg, du blödes Plastik. Überall ist immer Plastik, trifft auf Plastik hier. So viel Plastikfolie. Weg damit. Geh mal weg hier. Geh doch mal weg hier. So. Ist das vorne, ist das hinten? Ne, das ist natürlich hinten. Ne, klar, das sieht ja blöd aus. Moment. Ich dreh mal um. So. Sieht man das jetzt? Hier so ein bisschen. Sieht man das? Jetzt hier so? Hä? Okay. Alter, spiegelt der Bildschirm wieder? Die Kamera? Ja. Also jetzt sieht man, ne? Ich stelle mal hier ab, ne? Das ist auf dem Schreibtisch, ich bin blöd. Ein bisschen doof. Alter, so viel Verpackung, ihr wisst was, das ist Wahnsinn. So. Ach, da muss ich mal direkt mal hinsetzen, Alter. Puh. Nicht nur das Größte, sondern auch das Schweißtrenzer-Unboxing, ey, was ich hier gemacht habe. Leck mir am Arsch. So, also. Ihr seht, was drin ist. Es ist tatsächlich eine Zelda-Figur. Und zwar keine geringere als Link und der rote Leuenkönig aus The Wind Waker HD. Ich habe mich so drauf gefreut, dass das angekündigt wurde. Von keinem geringeren als von First for Fidges. Soll man auch kennen. Ja, nochmal extra so ein Zertifikat, ne? Oh, was wird... Achso, na gut, das sind ein paar andere Figürchen. Oh, schön. Interessiert mich jetzt aber im Moment nicht so. Alter, boah, das ist, oh, da sind noch mehr drin. Meine Güte. So, QC Pass, das ist ein Quality Control Pass. Steht jetzt hier so. Mit Xiaomi Deng. Xiaomi Deng hat hier ein Quality Control gemacht. Also vielen Dank an Xiaomi Deng. Werde ich wahrscheinlich mein Leben nicht selber leiblich treffen, aber... Ach du gute Güte, das ist ja nochmal eingepackt. So, jetzt muss ich das Seal of Quality zerschnitten, da braucht eh kein Mensch. So. Jetzt muss ich gucken, dass ich das aus dem Karton rauskriege. Da ist nochmal so viel. Wie heißt das Zeug jetzt nochmal? Der Österreich, das was so irre krass bröselt. Styropor. Seid doch bekloppt. Oh, 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 das ist ja schlimmer wie eine Geburt, ey. Alter, kommst du da raus? Und ziehen. Und ziehen. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, es ist draußen. Ach du Scheiße. Es ist draußen. Oh Gott, ey, der Karton, da kannst du dich ja drin verstecken. Wenn du Kinder hast, können die Kinder da drin verstecken spielen. Oh weia. So. Alter. So, erstmal hier unten. Da klebt was. Das ist, glaube ich, so eine Qualitätskarte, sodass das auch echt ist. Kein Fake. Ja, genau, hier so. Da hast du. Oh meine Güte, alles 100.000-fach in Plastik eingewickelt, ey. Denk doch mal an die Umwelt, Mensch. Was ist denn das? So. Das ist jetzt hier keine Mastercard, aber das ist hier eine. Sieht man nicht? Alter, das spiegelt wie Sau. Da steht Link on the King of Red Lions und irgend so eine komische Nummer, so eine Seriennummer wahrscheinlich von der Karte und ja, Authenticity Card.
dass das halt wirklich authentifiziert wurde von den Typen da. To register your official licensed product and to attain the full benefit, please go to our website at www.firstforfeatures.com. Brauche ich nicht. Ich weiß auch so, dass das echt ist. Nur wie komme ich jetzt da rein? Ich will genau da rein. Ich will die eigentliche Figur noch mal sehen. Und ihr auch. Nicht immer nur verpacken. Das langt langsam. Aber sie ist natürlich schön rundherum mit Klebeband. Super, ne? Kein Platz. Alter, was da drin ist? Da sehe ich mal nichts drin. Boah. So, Moment mal. Ich zeig das mal eben. Das war da. Boah, Alter, ist das schwer. Das war da jetzt alles drin. Und den packen wir jetzt auch noch aus. Die eigentliche Figur. So, fangen wir mal an mit dem wichtigsten Ding, mit dem. Ach du meine Güte, ist das schwer. Oh, ho, ho. Ach, da ist er ja schon drauf. Ja, guck dir das mal an. Oh, da fehlt noch was, den muss man zusammenbauen. Hier kannst du noch. Okay. Ja. Oh. Guck damit. So, das ist jetzt hier mal, das ist natürlich noch nicht fertig, ich muss sie zusammenbauen. Das ist das Boot. Ein Teil davon, der Kopf fehlt. Der ist da sicher noch irgendwo, ich sehe ihn schon. Alter, das ist der. Ist das. Das ist richtig schwer, kaplanig. Das hier, das ist hier so. Ja. Oh. Ha. Hier. Auch nochmal extra hier. Link on the Red Lion. On the King of the Red Lions hier. This link on the King of Red Lions stage is produced under license from Nintendo. The stage are limited to 1500 pieces worldwide and this stage of the number. Oh, ich hab die Nummer 279. Sieht man das? Hier so, Nummer 279, Official Seal of Quality. Oh, made in China, na, wo denn doch sonst? Alter, da kann ich kaum hoch, das ist so schwer, glaubt ihr nicht? Das ist massiv hier. Das hier. Das ist massiv fürs Polystone. Das ist schwer und sehr hart. So, ja, machen wir den Kopf. Der ist der. Oh, ho. Der geht auch geil aus, ne? Hallo. So, der Kopf. Der muss ich jetzt hier so dran. Ich muss mal die Kamera, Moment mal. Dass ihr das mal. Ja. Ja, ich glaube, das ist jetzt besser für euch so, oder? Ich glaube, das ist besser. So, Schere brauche ich jetzt auch nicht mehr wirklich. Dann weg. So. Ach, da bin ich. Ich sage, das bröselt immer ein bisschen sau, dieses blöde Styropor. So. Ich gebe da jetzt mal den Kopf drauf. Irgendwie so. Na, wirst du wohl? Ah ja, so. Kopf ist dran. Sehr gut. Also, wenn er das an, ja. Hallo, ich bin der König der roten Leunen hier. Der Leunenkönig, ne? Die haben das N bei mir vergessen. Eigentlich soll es Leunenkönig heißen. Ich bin halt der Leunenkönig. Lololololo. Im Englischen heiße ich auch King of the Lions. Also der König der roten Löwen. Bin doch gar nicht von Disney, bin doch nicht König der Löwen. Egal. So, also, das ist jetzt mal der Kopf. Da fehlt natürlich noch einiges. Da fehlt. Zum. Oh, da ist er ja. Meine Güte, haben wir schon gefragt, wo er abgeblieben ist. Er ist hier. Er ist. Oh mein Gott, er ist beautiful. Er ist fucking beautiful. Er ist so verfickt hinreißend. Er ist wunderschön. Toon Link mit. Nein, nicht mit einem Holzbein, sondern einfach mit so einem Metallstift, dass er da hier stehen kann. Nee, andersrum. So, ja, so. Genau so. Ja, super. Na, sieh dir das doch mal an hier. So, das ist doch schön, oder? Das sieht doch schon mal schön aus. Sieht man das hier wieder so? Ja, ich denke, ja. Sieht man. Ist schön. Machen wir das mal so. Natürlich, wenn da immer was.
sogar hier dabei. Masterschwert und der Heroenschild. Komisch, dass nicht der Spielschild ist. Es ist halt der. Kann man ihn hinten, oder kann ich da mal rausnehmen? Hier kann man ja rausnehmen. Der hat hier nämlich noch so eine kleine Öffnung. Da kann ich das rein tun, dass das auch schön hält. Für unseren Held. So, na, das sieht doch schnieke aus hier. Richtig sexy. So, das ist doch schön, ne? Das kann man jetzt nicht rausnehmen, das ist so fix, aber sogar er als Figur an sich würde schon durchgehen für, aber boah, den haben sie richtig schön detailliert gemacht und alles. Richtig super. Na, gleich mal wieder rauf aufs Boot. So, passt. Da steht er nun. Was braucht so ein Boot noch? Was braucht so ein Boot noch? Genau, ein Segel, richtig, das ist natürlich auch da. Gell, Moment, das kommt jetzt. Ey, wer bekloppt das Segel so Stoff? Das ist ein Stoffsegel. Ich hoffe, das sieht man nicht mehr. Das ist richtiger Stoff. Das ist kein Plastik, Kunststoff, nichts. Das ist richtiger Stoff. Segelstoff, Segeltuch. Richtig schön. Und ja, fehlt da jetzt noch was? Moment. Nochmal Plastik. Hier noch was drin. Oh. Hä? Auch nicht schlecht. Das haben sie extra noch reingetan. Das Ruder für hinten. Wie genau? Wo geht das denn hin? Ach so. Nee, Blödsinn, oder Quatsch. Egal. Tun wir mal hier. So eine Frage, wie rum das hier reinkommt. Nee. Vielleicht doch anders? Ja, andersrum. Nee, aber der Blödsinn, da ist ja dann das Segel über den Kopf. Nee, Quatsch, nee, das muss ja so. Das muss ja hier so rein. Ah! Ist drin. So. Ha, das sieht doch mal geil aus. Sieht man das? Ja, schön. Supi. Geil. Awesome. So, nun was mache ich jetzt hier mit... Was mache ich mit dem da? Dieses kleine Ruder. Das müsste eigentlich... Nee. Da ist sonst nichts mehr. Also vom Inhalt war es das. Keine Ahnung, das kannst du mir die Hand geben oder irgendwie auch nicht. Oder kann man das hier so... auf der Seite hier so komisch rein? Ach so. Nee, oder? Ist das richtig so? Wenn man das hier so reintut, auf. Naja, man kann es aber bewegen. Ich müsste. Wie soll das sonst gehen? Andersrum ist ja Quatsch. Also dieses. Ja, das stimmt schon so. Das gehört hier. Ja, doch, das gehört hier rein. Da steckt man immer so rein, das kann man nämlich so mal ein bisschen hin und her bewegen. Dieses komische Stüppi-Ding. Das ist einfach das Ruder. Für schon links, rechts fahren und so, ne? Ja, und damit bin ich fertig. Es ist geglückt. Ich hab's geschafft. Guck dir das mal an hier. Hoho, leck mich am Arsch, ey. Das ist die größte Figur, die ich mir jemals gegönnt habe. Aber so groß. Da muss ich direkt mal kurz, wenn ich da rankomme, mein... habe ich es jetzt hier, mein Maßband? Na klar, habe ich es da. Dass ihr da mal seht, wie hoch die ganze Figur inklusive Segel überhaupt ist. So, Moment, machen wir mal so, mal gucken, das interessiert mich jetzt selber, so von hier bis, ho, ho, ho. 62 cm, also von dem Standfuß ganz unten bis hinauf zur Spitze des Mastes, 62 cm genau.
Und, naja, schwer einzuschätzen. Ungefähr 40 cm breit. Also, lang eigentlich, lang. Breit ist es ja, so von der anderen Seite her gesehen, so knapp 30. Aber meine Güte, ist das ein großes Ding hier. Das ist schon... So, ich hoffe nur, dass die Kamera jetzt hier hält. Mal kurz mal, dann kann ich hier rauszoomen. Ne, plötzlich, ich habe schon rausgezoomt, ich Idole, aber jetzt rangezoomt. Wieder rausgezoomt, vergesst das. Also, vielleicht nochmal von der anderen Seite hier. Oh Gott, das ist so ein fettes Ding. Wenn das auf die Füße fällt, sind die Füße auch weg. Mach mal weg hier den Scheiß. So. Hallo. So, das ist jetzt mein neues Baby. Und das stelle ich mir natürlich bei mir jetzt auf die Kommode. Und meine Güte, das Unpacking hatte schon 21 Minuten und mehr. Ja, also, um es nochmal kurz zu machen, als ich gesehen habe, dass First for Features diese Figur macht, habe ich mir sofort gedacht, ey, ich muss die unbedingt haben, weil die sieht so mega geil aus. Ich hoffe, jetzt sieht man das mal schön vom hier, so von, ja, hier der Kopf von Lion König und dann hier eben Link. Mal von hier so, ja, schön. Und wie gesagt, das ist echter Stoff. Ich hoffe, die Kamera zeigt das auch halbwegs, dass das ein echtes Stoffsegel ist. Das ist richtig super und so riesig. Wirklich originalgetreu und hier noch so, als würde es direkt im Wasser fahren mit so Wellen. Also es ist wahnsinnig geil. Das ist schon ein Stück Kunst. Das ist nicht einfach nur ein Sammlerobjekt, das ist Kunst. Erstens ist es super detailliert geil bemalt. Das Holz auch noch so ein paar so Schraffuren so mit rein, solche Risse quasi, dass das so richtig hölzern aussieht. Einfach super. Absolut super. Machen wir nochmal hier so ein bisschen. Ja, so, hier geht ja nicht um mich, geht ja um die Figur hier. Die Figur, das ist ja schon eine Statue, das ist Wahnsinn. Das ist so riesig. Also von der Höhe her ist die, glaube ich, sogar noch größer als die von Link auf Epona, die ich auch habe. Twilight Princess mäßig, ne? Und sag mal so, mit der Figur damals habe ich mir quasi schon von meinem Lieblingsseller-Teil eine Figur geholt, um meiner Liebe zu dieser Serie Ausdruck zu verleihen. Und da Wind Waker HD ja mein zweitliebstes Seller von allen ist, habe ich mir gedacht, damit setze ich jetzt einfach mal Wind Waker HD ein Denkmal, indem ich mir diese Figur gönne, weil damit will ich einfach mal zum Ausdruck bringen, wie geil dieses Spiel ist und wie sehr ich Wind Waker liebe. So sehr, dass ich mir die Figur halt wirklich gegönnt habe. Wer es unbedingt wissen will, die kostet 450 Euro, ist also kein Pappenstiel, ist schon ein bisschen teurer. So, jetzt sind wir schon bei 23 Minuten, glaube ich, so da auf. Ihr habt die Figur jetzt gesehen. Könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie sie euch so gefällt. Also mir gefällt sie ausgesprochen gut. Also ich bin verliebt in diese Figur. Das ist so ein tolles, wie gesagt, das ist komplett hart, richtig fest, nichts Plastik, das ist dieses Polystone-Zeug. Und sieht aber, das ist so geil gemacht, das Boot hier, wie gesagt, hier mit diesen, das sieht man auch, ne? Seht ihr hier, diese Linien im Boot, dass das so hölzern aussieht, richtig super, so ein bisschen auch, dass die Farben verblassen, das ist absichtlich so. Und die Link-Figur, wie gesagt, die kann ich auch jederzeit rausnehmen, ich kann man theoretisch ihn hier extra wohin stellen, aber ne, der gehört schon aufs Boot drauf, aber ich sage, er selber ist ja auch super detailliert angefertigt, der ist natürlich jetzt nicht so hölzern, der ist normal so. Ich weiß gar nicht, ob das auch dieses Polystone ist, wahrscheinlich schon. Wie gesagt, mit Masterschwert und Schild eben. Richtig schön. Ich gebe ihn wieder mal rauf. Da, wo er hingehört. An Bord seines Bootes. Wie ein echter Steuermann. So, dass er wieder schön zur See fahren kann, nicht wahr? Also, das war's jetzt. Ich glaube, die Hälfte von dem Unboxing-Video war, dass ich diese verdammte Kiste überhaupt mal aufgebracht habe. Ich habe richtig geguckt, als der DL-Bote das gebracht hat, aber so, boah, was ist das für eine riesige Schachtel? Und ja, habt ihr ja gesehen. So ein 8-Kilo-Paket, also wie gesagt, die fühlt sich gerade richtig wertig an. Die hat auch richtig Gewicht. Das meiste Gewicht liegt in diesem festen Sockel hier drin. Und wie gesagt, unten eben nochmal die Nummer hier so. Hier so, na, habt ihr eh schon gesehen. So, also. Wie gesagt, das ist jetzt hier von allen Seiten, von vorne, von hinten, von oben, von unten, von links, rechts und überall, 360 Grad. Also ich bin mehr als nur begeistert, ich liebe diese Figur, die ist wirklich, ich glaube, das ist jetzt das neue Herzstück meiner Zelda-Sammlung.
Wie gesagt, 54 Euro, das ist nicht gerade wenig. Das ist auch zugegebenermaßen die erste Figur, auf die ich wirklich richtig gespart habe. Ich musste da wirklich meine Finanzen checken, ob die es auch wirklich erlauben, dass ich mir das leisten kann. Und es ging aber. Es war okay. Und wie gesagt, die hätte eigentlich schon Ende Juli 2017 rauskommen sollen, aber dann haben sie leider nochmal den Release verschoben und jetzt wurde halt Mitte September draus. Es ist schon der 22. September, wo ich das hier auspacke. Aber egal, jetzt habe ich schon so lange drauf gewartet. Ich habe die, glaube ich, vor einem guten Jahr schon vorbestellt. Habe ich mir schon die reserviert, dass ich die auch wirklich bekomme. Obwohl ich mir schon denke, so viele werden sich die jetzt auch nicht kaufen für das Geld. Aber wenn, kriegt man wirklich ein wahres Meisterstück an kunstfertigen Können präsentiert und kann sich das halt dann, wie gesagt, ich habe im Moment noch nicht so eine Vitrine, könnte man sich das da reinstellen. Bei mir kommt es halt einfach oben auf die Kommode hin, direkt neben Link auf Epona ist noch Platz, da können sich die beiden gegenseitig angucken, die Pferden das Boot, mal sehen, wer zuerst losschreit. Ich bin jedenfalls jetzt gerade richtig fix und fertig von dem Unboxing. Also es war wirklich anstrengend, das da alles rauszukriegen. Das ist so ein Riesenkarton, wie gesagt, da kannst du Kinder drin verstecken spielen lassen. Würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber wie gesagt, das ist. Die Figur ist einfach der Hammer. Also da kann man wirklich sagen, dass der hohe Preis durchaus gerechtfertigt, weil die haben sich da so viel Mühe gegeben mit der Arbeit und mit dem Einfärben, mit der Kolorierung und alles drum und dran. Wie gesagt, noch ein echtes Stoffsegel mit dabei. Richtig fester, dicker Stoff mit diesem Muster eben drauf. Also, ich glaube, eigentlich ist es so rum richtig. So rum ist es eigentlich richtig, ne? Also mit dem Muster hier so. Also, wie gesagt, es ist für mich persönlich jetzt meine neue Lieblingsfigur geworden. Noch nie zuvor habe ich mir eine geleistet, die so teuer ist, wobei die von Link of Epona hat auch 350 gekostet, die halt hier 450 plus Versand. Und ja, wie gesagt, ich finde die Figur einfach super toll. Und wenn die euch genauso gut gefällt, dann schreibt es in die Kommentare. Vielleicht gibt es irgendwen, der sich die auch gegönnt hat oder vielleicht plant sich die zu holen. Würde mich einfach mal interessieren. Also, ich finde, die sieht einfach so toll aus. Kann ich gar nicht oft genug sagen. Die Detailgetreuheit ist einfach der Wahnsinn, dass wirklich ein Stück vom Spiel mit drin stehen. Wie gesagt, hier, das ist alles hier so zack, zack, zack. Ist alles absichtlich so gemacht, wie es sein soll. Ist einfach nur richtig toll. Also, das war jetzt mein Unboxing-Video, hier ist jetzt nochmal so die Figur so halbwegs, die so, geht, ne? Ein bisschen, wenn wir hier mich nochmal so rein, so ein bisschen so, hallo, so. Okay, also, ja, wie gesagt, ich muss natürlich jetzt gucken, dass ich das ganze Verpackungsmaterial irgendwie fachgerecht entsorge. Das werde ich schon irgendwie hinkriegen, aber wie gesagt, die Figur, die bleibt bei mir und, ja, Wahnsinn, wie gesagt, von hier oben bis runter, 62 cm hoch, das ist schon ein ziemlich dickes Ding. Aber wie gesagt, für mich in meinen Augen als so ein großer Seller-Fan, der ich nun mal bin, jeden einzelnen Euro wert. Da kriegt man wirklich was richtig Wertiges, ein richtiges Stück Kunst kriegst du damit nach Hause. Und da sage ich nochmal vielen, vielen herzlichen Dank an First for Futures, dass die das überhaupt möglich gemacht haben. Damit habe ich mir, ja, ich habe mir so einen kleinen eigenen persönlichen Herzenswunsch damit erfüllt. Weil wie gesagt, als ich die Figur gesehen habe, wusste ich direkt, die muss ich haben und da ist sie endlich. Ich habe wirklich lang drauf gewartet. Und jetzt gibt es nichts mehr zu sagen, außer vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Das war mein Unpacking zur Figur von Link und dem roten Leunenkönig hier von Wind Waker HD. Es ist einfach nur geil. Also, bis zu irgendeinem anderen Unboxing-Video in Zukunft wird es, wenn, dann wieder welche geben, wo die Figuren dann doch wieder ein bisschen kleiner sind. Ne? Also das ist ja wirklich, das ist ja schon extravagant, das ist außergewöhnlich. Das ist ja wirklich, wie gesagt, die größte Figur, die ich mir jemals gekauft habe, neben der von Link auf Epona. Und so schnell werde ich nicht mehr so viel Geld für so eine Sammelfigur ausgeben, aber ich bin glücklich und ich glaube, nur das zählt. Und wie gesagt, wenn sie euch auch so gut gefällt, ab damit in die Kommentare und wir sehen uns bei irgendeinem Unboxing-Video sicherlich mal wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich stelle mir die jetzt hier auf meine Kommode und habe dann Spaß dran, sie mir jeden Tag aufs Neue anzusehen. Also, bis dann. Bis zum nächsten Unpacking oder was auch immer. Tschüss.